Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 9. Wir haben letztes Mal in Trenor unsere erste Kartenrunde gewonnen und auch eine AT mit Vivi angeschaut. Wir wollen allerdings noch die zweite AT anschauen, und zwar in Gedenken an alte Zeiten. Und während wir uns hier die Geschichte von Mahagon anschauen, noch das zweite, was ich in der letzten Folge schon sagen wollte. Bezüglich Final Fantasy 10, es haben sich schon relativ viele Leute gemeldet. Ich glaube so 8 oder 9 Leute haben sich gemeldet bezüglich Co-Kommentator. Und das freut mich natürlich. Ich hatte leider noch keine Zeit, die alle zu adden im Skype und mit ihnen zu quatschen. Ich habe leider einen sehr, sehr vollen Zeitplan momentan, deswegen weiß ich auch nicht, ob sich das heute ausgehen wird. Ich werde auf jeden Fall alle kontaktieren und sofern nichts Großartiges dagegen spricht, werde ich zumindest versuchen, jeden einmal zu Wort kommen zu lassen in Let's Play. Wie das genau funktionieren wird, das hat mich auch jemand gefragt, wie ich mir das vorstelle, und die Leute müssten ja quasi neben mir gleichzeitig spielen. Das ist es natürlich nicht, sondern ich werde mir in naher Zukunft eine neue CPU für meinen PC bestellen, diese dann einbauen, und das ermöglicht mir, dass ich nicht nur das LP gleich aufnehme von Final Fantasy X, sondern auch gleichzeitig ins Internet streame auf, sagen wir, JustinTV oder Ustream oder auf irgendeinem Streaming-Hoster halt. Und dort werden halt der jeweilige Co-Kommentator wird quasi live zusehen. Es gibt dort auch immer eine Verzögerung von, glaube ich, 2 Sekunden oder so, aber das sollte nicht so schlimm sein. Dort wird dann quasi live zugesehen und co-kommentiert. Und tja, das ist halt so, wie ich mir das vorstelle. Sollte das nicht funktionieren, naja, ich hoffe, ihr habt da mitgelesen, ich habe nicht so allzu schnell weggedrückt. Es geht hier um Mahagon und warum er Sidan kennt und so. Das ist eine ziemlich lustige Geschichte, aber vor allem der Anfang hier ist ziemlich langwierig. Auf jeden Fall interessiert uns trotzdem, was hier passiert ist. Und Mahagon erzählt es uns auch, allerdings noch nicht mehr in dieser AT, sondern dafür müssen wir wieder einen Screen weitergehen. Ups. Shit, verdammt. Sorry. Das mit den ATs funktioniert übrigens auch so, dass man, wenn man nur zwischen zwei Screens hin und her pendelt, sieht man keine neuen ATs, sondern man muss einfach von einem Screen in den nächsten neuen Screen gehen. Das heißt, man kann nicht einfach zurück und vorgehen und dann ATs schauen, sondern man muss immer in den neuen Screen gehen. Wie gesagt, wenn das mit dem... Oh, Entschuldigung. Zu schnell weggeklickt. Wenn das mit dem gleichzeitig Streamen nicht funktioniert, dann werde ich es wahrscheinlich so machen, dass ich die LPs quasi vorher aufnehme und demjenigen dann schicke. Und wir uns die quasi dann gleichzeitig ansehen und gleichzeitig kommentieren. Das ist zwar nicht ideal, aber für einige Folgen reicht es wahrscheinlich. Also es gibt in Final Fantasy X wahrscheinlich sehr viele Folgen, die etwas langwierig wirken und wo es sicher gut ist, wenn zwei Leute sich einfach gegenseitig niederquatschen über das Thema. Und deswegen würde ich es auch nicht so schlimm finden, wenn ich die quasi vorher aufnehme und dann quasi mit dem Co-Kommentator nachkommentiere. Solltet ihr extrem schlimme Einwände dagegen haben, dann bitte jetzt oder ab jetzt bei mir deponieren. Dann wäre das natürlich auch nicht schlimm für mich, dann müsste ich mir vielleicht noch etwas anderes überlegen. Aber das alles gestaltet sich, also das alles formt sich erst dann aus, wenn ich weiß, wann ich mir die neue CPU kaufe. Und erst dann würde ich erst anfangen auszuprobieren, ob ich gleichzeitig aufnehmen und streamen kann. Weil mit nur meiner CPU jetzt geht es auf keinen Fall. Also da geht es gerade mal aus, dass ich das Ding aufnehmen kann, ohne dass ich extreme Lags bekomme. Deswegen, ja. Tja, und wer es nicht mitbekommen hat hier, Mahagon war irgendwie, glaube ich, der Leibwächter des Barons oder so. Und Zidane hat hier im Aktionshaus irgendwas gestohlen. Und statt dass er sich seiner Verantwortung stellt, beschuldigt er einfach Mahagon hier und haut einfach ab, so wie wir sie dann schon kennen. Also, du solltest das Sprichwort kennen oder so ähnlich. Ja, ja. Also in diesem Sinne, deswegen hat Mahagon so einen Groll auf Zidane, auch wenn er sich hier nicht aufhalten lässt von den Stadtwachen, sondern einfach abhaut. Seitdem ist er nämlich steckbrieflich gesucht und das hat ihm offenbar nicht so gut gefallen. Und deswegen wollte er sich mit Zidane unbedingt duellieren. So, nachdem wir das auch abgeschlossen haben, geht's jetzt mal auf zu Quans Höhle, glaube ich, heißt das, ne?
Also dort, wo Vivi ist. Ja, ja, Freya und Maragon sind die zwei, die sich quasi von der ganzen Gruppe irgendwie absondern und immer so Gespräche führen. Man hat es in Alexandrien schon gemerkt. Also die zwei verstehen sich irgendwie, auch wenn ich mir das nicht genau erklären kann. Ja, und wenn ihr den ganzen Dialog lesen wollt, der, wie ich finde, einer der schlechteren ist in Final Fantasy 9, dann pausiert einfach kurz das Video. Wie gesagt, man kann es unbedingt nicht, man muss es nicht unbedingt lesen. Es ist hauptsächlich sehr hochtrabende Rederei zwischen den beiden. Naja. Und ziemlich viele abgedroschene Sprichwörter. Wir gehen jetzt zur Quans Höhle und da ihr den Weg eigentlich schon kennen solltet, den könnt ihr auf CD1 noch finden, schalte ich ihn raus und wir sehen uns einfach dort. So, wir sind in Quans Höhle angekommen und wir suchen mal Vivi. Es gibt ja, nachdem wir Quans Höhle ja schon in CD1 geplündert haben, gibt es hier nichts mehr zu finden. Also die Schatzkisten sind nicht so wie in Lindblum, dass sie sich automatisch wieder befüllen, sondern, wie gesagt, sie bleiben einfach offen. Ja, Vivi, was treibst du hier, während ich mir hier meinen Eistee aufmache und etwas trinke? Ja, sie dann fragt, was Vivi hier macht und er sagt, das war mein Zuhause früher. Und er hat hier zusammen mit seinem Großvater gelebt. Und jetzt erfahren wir, wie genau er dazu gekommen ist, dass er hier lebt. Hier hat nämlich früher Quan gelebt und das, wir haben es vorher, also wir haben es in der vorigen Folge schon in der AT kurz gesehen. Das hier ist Quan, das ist natürlich auch einer von den Kus. Und er hat sich in den Kopf gesetzt, unbedingt alle Fische zu kosten oder irgendwie so. Auf jeden Fall angelt er ganze Zeit und er erwischt nicht allzu viel, deswegen freut er sich, dass er jetzt zumindest irgendetwas angebissen hat. Und was genau angebissen hat, können wir uns schon vorstellen, nämlich, genau, Vivi hat angebissen. Er wurde quasi aus dem Meer gefischt, aber ja, wie er genau ins Meer gekommen ist, ich glaube, er erzählt es gleich. Genau, er ist wahrscheinlich aus dem Frachtschiff gefallen. Ganz zufrieden bin ich mit der Erklärung natürlich nicht, aber ja, besser als gar nichts. Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich im Meer des Stunstes etwas an den Haken kriege. Ja. Vivi ist damals noch nicht so allzu gesprächig gewesen. Ja, und Quan hat ihn deswegen nicht gegessen, weil er einfach noch zu klein war. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob wir das auch noch erfahren, irgendwie ist Quan dann auch gestorben. Durch was genau, weiß ich nicht mehr. Vielleicht finden wir das noch auf CD3 heraus hier. Auf jeden Fall gibt es jetzt hier nichts mehr zu sehen. Wir gehen wieder zurück nach Trainer, um das nächste Kartenturnier, also um die nächste Kartenturnierrunde zu spielen. Und wir sehen uns einfach dort gleich wieder. So, wir sind in Trainer angekommen und etwas, das ich noch nicht hergezeigt habe, wir haben jetzt wieder Vivi. Haha. Und wir könnten ihn auch ausrüsten und kurze Bilder sammeln auf dem Weg von Quans Höhle hierher. Allerdings brauchen wir das nicht. Wichtig ist nur, Brigandine ist fast fertig und Schwarzbart auch fast. Brigandine können wir dann nicht mehr austauschen, das ist quasi das Beste, was wir haben. Deswegen werde ich es nicht separat erwähnen, wenn es fertig wird, sondern einfach dann herzeigen, wenn wir etwas Neues ausrüsten. Und der Schwarzgurt dauert sowieso noch. Ich lege mir hier jetzt kurz noch ein Safe State an und gehe rein und ich werde die zweite Runde Offscreen spielen, weil das dauert mir zu lange und falls ich irgendwie nicht gewinne, ist es nicht so toll zum Herzeigen. Deswegen, wir sehen uns wieder, wenn ich gewonnen habe. So, wir haben die zweite Runde auch gewonnen. Hat für mich, also zumindest für mich, hat es zwei Anläufe gebraucht, bis ich eigentlich gewonnen habe. Ist nicht ganz so einfach. Aber mit etwas Taktik geht das schon. Und wir bekommen neue ATEs. Und die Wasseroberfläche ist gedeckt. Was soll das heißen? Ah, wie auch immer. Hey, China ist wieder da. Und es hat Hunger. Hunger. Ja, das Problem ist bei China nur, er würde gerne sehr, oder er oder sie würde gerne sehr, sehr viel essen. Das Problem ist, es hat zu wenig Gil und ohne Gil kann man sich kein Essen kaufen. Oh ja, das Wasser spiegelt so, sieht lecker aus wie Pudding, Mampf. Na, ich weiß nicht. Ja, du könntest den ganzen See auch austrinken, China. Das wäre auch eine gute Idee, oder? Vielleicht schmeckt dir das Wasser ganz gut.
Oh, nicht Selbstmord begehen, China. Wir bekommen schon etwas zum Essen für dich. Naja, ich glaube eher, dass er Hunger hatte. Naja, geh in Frieden. Auf jeden Fall sind wir mit China hier auch fertig, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie sie hierher gekommen ist. Und dann gehen wir noch einen Screen weiter. Es gibt nämlich auch eine zweite Art hier noch, die wir anschauen können. Und zwar, die ist ziemlich wichtig, denn die handelt von Aiko. Und die erzählt jetzt Professor Toto endlich etwas über Maden Sari. Ja, es gefällt ihr so lala, ne? Nachdem sie schon mit dem vierarmigen Günther zusammengestoßen ist. Ja, sie hat außer dem Mogis keine Freunde. Na, schade. Ja, das sind... Na, warte mal, ist nicht Lilia auch von ihrem Volk? Tja, ja. Das ist natürlich schade, ja. Ja, ich weiß nicht. Toto ist halt Professor, der muss halt alles wissen. Ja, er war Hauslehrer von Lilia, ja. Ich weiß nicht, ob du noch anmutig wirst. Keine Ahnung. Ja, das ist zumindest gut zureden kann er ihr mal. Ich würde nicht darauf wetten, aber möglich ist es sicher, ja. Was denn? Oh ja, der Steinsplitter. Cool. Das sind die vier Schatzkristalle, genau. Okay, dann wissen wir zumindest schon, wo drei sind, weil Lilly hat zwei, Aiko hat einen, oder hat sie gesagt, dass sie einen der zwei an Aiko gegeben hat? Na, auf jeden Fall wissen wir, es gibt einen in Alexandrien, einen Kleria, einen Lindblum und der letzte. Oh, der ist in Maden Sari. Oh, war das der in der Kiste von Aiko? Oh, das könnte fast sein, oder? Ja, und Professor Toto versinkt natürlich gleich wieder in Gedanken, das ist sehr schön. Ja, klar. Man merkt es, du bist etwas zerstreut, ja. Hä? Ich höre gar nichts. Ah, sie wollte sich mit Mogul treffen. Was ist nicht in Ordnung, was? Hey, was ist mit Mogul los? Okay, das erfahren wir erst nächstes Mal. Wir gehen jetzt zurück. Spielen die dritte Runde des Kartenturniers. Und ich überlege gerade. Dann machen wir das noch heute. Natürlich offscreen. Tadaaa. Ah ja, genau. Okay, machen wir das nicht mehr heute. Hier erfahren wir nämlich, wer der... Hey, das ist Sid. Das ist nämlich der, also nicht Sid, sondern die junge Matrosin ist der amtierende Champion. Matrosin Ellen, die haben wir auf CD1 schon kennengelernt. Und zwar in Lindblum ist die, glaube ich, bei den Gastquartieren dort gestanden irgendwo. Aber wie auch immer. Matrosin M. Ellen, amtierende Champion, ist bereit am Finale teilzunehmen. Okay. Herzog? Ja, offenbar hat noch niemand mitbekommen, dass Großherzog Sid eine Juckzirpe ist und deswegen... Ja, genau. Die Leute haben für Ungeziefer nicht allzu viel über hier. Ja. Die Juckzirpe da, das ist mein Haustier. Ja. Und wir spielen jetzt im Finale nicht gegen Ellen, sondern natürlich spielen wir gegen Sid. Und was Sid für Karten spielt und ob er schwer ist... Das alles und viel mehr sehen wir nächstes Mal, wie sie da heißt. Oh, schauen wir uns das noch an. Genau, gehen wir endlich rein und spielen wir gegen sie da an. Zirp, 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 zirp. Und wie gesagt, die finale Turnierrunde spielen wir gegen Sid. Und der ist ein ganz spezieller Gegner und... Warum er ein ganz spezieller Gegner ist, auch wenn hier steht Ellen, das erfahren wir nächstes Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 9. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer viel Spaß